Komm mal zurück. Ja. Das hört sich nicht nach Eis an. Das hört sich nach alten Fußboden an. Hört ihr das Quietschen vom Eis? Was wollte ich sagen? Wir machen die nächste Quest heute. War ich schon beim Eingang? Bin ich im Kreis? Yep. Nice. Die nächste Quest machen wir heute. Mit Ray im Gebäck dabei. Bin beim Eingang vorbeigerannt. Ich Idiot. Und reden zuerst einmal mit allen anderen Fraktionen hier. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Nein, selbst wenn ich jemanden erübrigen könnte, glaube ich kaum, dass das funktionieren würde. Das war's schon, die ganze Antwort. Saddam hat mich eingespannt für seinen Feldzug gegen den Hybriden. Das dachte ich mir. Ich denke, es kann für dich eine gute Sache sein, seinem Weg ein Stück weit zu folgen. Ich rate dir nur genau zu prüfen, wann der richtige Moment kommt, wieder deinen eigenen Weg zu gehen. Hast du schon eine Ahnung, wie es um seine Elex-Kräfte bestellt ist? Nein, er gibt nicht viel von sich preis. Du solltest ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir behalten ihn besser im Auge. Wir schauen ja ganz gleich aus zur Zeit. Ich meine, wir haben die gleiche Rüstung. So ziemlich. Fast. Fast die gleiche. Ja, sehr cool. Sehr cool, die Separatistenrüstung eigentlich. Gefällt mir sehr gut. So, wen haben wir hier noch auf unserer Karte? Wo ist unsere Karte überhaupt? Wie spielt man dieses Spiel noch schnell? Nur noch der Hybrid, nicht der Hybrid. Der Typ, über den wir gerade geredet haben. Der Typ, der immer viel erzählt und viel redet. Hat der Sestak geheißen? Nein, wir haben gerade mit Sestak geredet. Vardek. Nein, ist mein Vater. Und ich dann, schätze, hier passen wir besser auf. Ja, Ray. Wie ist dein Name? Saddam. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Wahrscheinlich wirst du bei den freien Menschen jemanden finden. Du musst nur lange genug suchen. Ja, mal dazu nicht viel zu sagen. Der Duke von Tavar schickte eine Bombe ins Nachbarland Ignadon. Das Ding entpuppte sich aber als übergroße Kampfmaschine. Heißt das, die Gefahr ist jetzt gebannt? Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ja. Dann war es offenbar nötig, dass du dich der Sache angenommen hast. Nicht schlecht. Was kannst du mir noch berichten? Der Vorstoß der Alpsoldaten in Nordabessa ist abgewendet. Ja, das war nötig. Wir können uns jetzt keine Machtverschiebung in Abessa leisten. Du bist auf einem guten Weg, doch es gibt noch einiges vorzubereiten, bevor wir die nächsten Schritte einleiten können. Ich werde hier sein und auf dich warten. Tu das. Haben wir nicht eigentlich auch eine Erzberserker-Rüstung? Warum stehe ich hier in Alp-Rüstung? Ja, verdammt, die Tastatur von diesem Spiel habe ich ganz vergessen. Es wird gleich mal... Ich habe meine Erzberserker-Rüstung nie angezogen noch. Ist ja krass. Ha! Auf anderen Leuten schaut das cool aus. Der Helm passt mir ja gar nichts hinauf. Auf den Kopf, der schaut ganz eigen aus. Ah, verdammt. 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 Ja, ein bisschen besser schaut's aus. Ha! Schaut bei anderen Leuten cooler aus, die Rüstung. Besser Aslan. Okay, wo ist Nasty? Hier ist. Master Thorald brauchen wir auch nicht suchen. Ja, ich habe gerade eigentlich die ganze Woche fast nur Dolmen gespielt, Mass Effect und Star Wars. Alles sehr Sci-Fi. Und jetzt wieder beim Elex farmen. Und Elex zocken mehr. Wow! Also ich muss mich wahrscheinlich ganz leicht wieder an die Steuerung gewöhnen. Aber deswegen starten wir gleich mit einer riesigen Schlacht, wo alle sowieso sterben werden. Dann geht das wieder. Hey, deine Bodyguards, nasty. Ah, die wirken sehr vertrauenwürdig. Würde dich nie hintergehen. Keine Sorge. Der Judikator Ulbricht plant in Ignadon eine Großoffensive gegen die Alps.
Ach ja? Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Er sucht einen Feldherrn, der einen Teil seiner Armee dabei anführen soll. Kennst du jemanden, der eine Kampftruppe anführen kann und sich für den Job freiwillig melden würde? Soll Ignadon brennen, dann hätten wir endlich erreicht, was wir wollen. Okay, vergessen wir das. Hey, warte mal. Was genau hat dieser Mistkerl denn vor? Er will den Konverter in Ignadon angreifen. So viel ich weiß, ist das Ding besonders gut bewacht. Bis unter die Decke vollgestopft mit Kampftruppen und Maschinen der Alps. Hab ich auch gehört. Sind die Jungs da drüben echt schon so verzweifelt, dass sie einem Outlaw ihre Kampfmaschinen anvertrauen würden? Sieht ganz so aus. Wahnsinnige! Das gibt eine Materialschlacht! Ich bin dabei! Du? Halt die Fresse, du Penner! Wer glaubst du, hat die Jungs hier angeführt, als wir uns diesen Stützpunkt hier unter den Nagel gerissen haben? Der Duke? Ha, nein, mein Junge. Ohne mich würde er immer noch in dem Loch verrotten, in dem wir früher gelebt haben. Da gibt es nur einen Haken. Ja, ja. Ich kenne die Kleriker. Mir ist schon klar, dass sie keine Elex-verseuchte Schlampe an ihre Maschinen lassen würden. Ich verkaufe den Mist, den wir hier produzieren, aber ich nehme ihn nicht. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und deinen Arsch will ich in meiner Truppe sehen, dass das schon mal klar ist. Ich mache mich sofort auf den Weg zum Hort. Also, lass mich nicht warten, das würde dir nicht bekommen. Entzückend. Nimmt sie ihre Leibwächter mit? Nein. Okay, Ray, welche andere Quest machen wir in der Zwischenzeit? Er hat nichts zu sagen. Ah, dann lassen wir halt Nesti nicht warten, oder? Lassen wir Nesti warten. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Wenn sie uns daraufhin auffordert, sie warten zu lassen mit dieser Ansage, dann lassen wir sie warten. Muss ja wieder in das Spiel reinfinden und schauen, was... Wir sind... Bams. Da, gibt doch. Hopp, Ray. Schaut nicht gut aus für dich. Er will gerade nicht anzielen. Ah, jetzt doch. Jetzt will er anzielen. Bis ich angezielt habe, ist Ray schon tot. Ja. Was für eine Überraschung. Und Gott, verdammt. Wo ist das Ding? Ist Ray gerade weggeschossen? Ray? Du machst das. Sehr gut. Was will ich hören? Was will ich hören? Guter Mann. Dodge! Wow. Ist das? Okay. Das war's mit meinem Spezialding. Oh ja, ich muss ein bisschen noch in die Kampfstimmung kommen, Kampfstimmung ins Combat. Combat Feinschliff. Ich treffe alle falschen Tasten. Cool. Hört mir. Anscheinend sind 4 Spiele gleichzeitig zu viel. Elex-Tränke. Wann habe ich die denn gebraut? Ich glaube, der Mikrotroller. Wenn, dann ist er leiser, wenn er verreckt. Was haben wir da? Setzerbrot. Ist auch nicht das Wahre. Und Waffen. Da werden wir vielleicht noch Munition haben. Ich habe in diesem Spiel nie Ahnung, ob noch Munition in meiner Waffe drin ist oder nicht. Ich weiß nicht warum. Ist
anscheinend einfach zu schwer für mich zu erkennen. Zwischendurch kommt es mir auch ziemlich geglitscht vor. Warte, ignorieren wir? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich zerstören wir sie. Warte! Verdammt, ist das komplett ungewohnt gerade. Ich meine, Mass Effect, Star Wars und Dorman, Outriders habe ich auch noch gespielt. Also es sind sowieso so welche unterschiedlichen Spiele. Ich helfe dir. Gut, gut, gut. Danke, Ray. Danke, Ray. Sehr großzügig von dir. Dann machen wir anscheinend Nestis Ansturm auf die Burg in der nächsten Folge. Weil sie mir sagen musste, dass ich mich beeilen soll. Dass ich Zeit. Das wird ein fetter Kampf. Besser schnell speichern. Da unten 28 Schuss ist gestanden. Ich treffe noch immer die falsche Taste. Verdammt! Wo stehen da meine Magazine? 000? 34, okay. Verstehe. Komm schon. Näher ran zu dem Typen. Dem juckt das gar nicht. Ist auch Laser in diesem Spiel. Das muss er gar nicht, um mich zu zerstören. Komm schon, Ray. Macht mir Angst, der Typ. Ray regelt schon. Ich lasse mir Zeit. Das Doppelteam funktioniert gerade ziemlich gut. Sehr spannend, ich weiß. Aber davon hatte ich auch ein paar Kämpfe in Domen. Verdammt hat er Leben. Wird gerade getoppelt teamt. Ausgezeichnet. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Nicht das erste Mal, dass ich diesen Glitch hatte. Verdammt. Ein bisschen mehr Grün würde der Wüste gut stehen. Vielleicht springen die Läuse dann auf die Blätter über, anstatt einigen auf den Sack zu gehen. Ich wollte dich gerade loben für einen abgeschlossenen Überfall. Dass du einmal nicht irgendeinen Schwachsinn erzählst und sagst. Und dann redet er von Läusen auf dem Sack. Verdammt, Ray. Ich töte dich, du verdammtes Schwein. Ach ja? Versuch's doch. Dann komm her, du Bastard. Jetzt gib's auf die Fresse. Nein. Wie habe ich das denn vermasselt? Unglaublich. Wie habe ich das denn vermasselt? Es sind beide tot. Naja. Ich werde den Safe nicht laden. Es passt schon so. So viele Zyklopen wie das sind. Wäre der Typ verreckt, oder? Und Ratten. Meine Rattenmontage schon fertig gemacht und hochgeladen. Bin mir gar nicht sicher. Aber da ich in diesem Spiel keine Ratten schießen kann,
Sifos Zahnaxt. Sifos nutzlos. Weiterzuarbeiten. Oh. Doch, die mache ich noch. Jetzt hat eine Elix 2 Montage. Ratten freistößen. Oh. Mein Lieblingsfeature aus Elex. Das war wohl Freistöße. So cool. Zu einfach. Wie die Viecher fliegen. Schlafen und mein Mana automatisch regenerieren. Was war das? Amulett des Wilderers. Okay. Ray, du Wärsling. Warum schaust du mir beim Schlafen zu? Ja, Separatistenrüstung schaut eindeutig am coolsten aus. Verdammt, die falschen Tasten jedes Mal. Was habe ich da? Zahnaxt. Worthless. Garbage. Wo ist meine Magie? Die wollte ich upgraden wieder. Magie wollte ich upgraden. Muss ich schauen, ob ich mir da überhaupt was leisten kann. Also, zurück zu einem Berserkern für die guten Nachrichten. Ah, total versagen Rex. In meinen Jacks. Das Rex, verdammt. Eine Mischung aus Ray und Jacks natürlich. Deswegen Rex. Da gibt's ihn, oder? Total versagen Rex. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Der Außenposten in Tavar wurde von den Outlaws attackiert. Diese verfluchten Maden, wie können sie es wagen? Nimm's mir nicht persönlich, aber der Großteil von ihnen ist weniger wert als Dreck. Wie steht es um unser Weltenherz? Zerstört. Und unsere Männer? Tot. Alle tot. Niemand hat überlebt. Das wird der Duke büßen. Er wird diesen Sieg mit Blut bezahlen. Sobald die Zeit es zulässt, werde ich ein paar Kämpfer entsenden und ihm meine Antwort wissen lassen. Dafür, dass ich nun Bescheid weiß, hast du dir ein paar Splitter verdient. Du kannst sie sicher gut gebrauchen, um deine Vorräte wieder aufzustocken. Das waren alle Lageberichte. Ja, und auch wenn die Schwierigkeiten offensichtlich sind, halte ich an unserem Vorhaben fest. Auf kurz oder lang werden wir dieser Welt ein neues Gesicht geben. Sie wird sich unserer Stärke beugen oder untergehen. Ja, und leider eine neue Rüstung, die nicht mehr cool ausschaut. Der Helm schaut bei ihm auch eigen aus. Aber schauen wir mal, ob wir uns jetzt Zaubersprüche leisten können. Und hast du was Neues für mich? Trotzdem mal ins Gras. Unglaublich, die Berserker. Wow! Wenn es nach mir geht. Aber das habe ich selber schon getan, würde ich mich wieder den Klerikern anschließen. Ich weiß nicht, das finde ich einfach am sympathischsten. Und die Rüstung gefällt mir auch am besten. Nehmen wir ein Bart hier, Ray? Was meinst du? Ich würde schon stehlen. Uff. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ja, ich bin zu dumm zum Hopfen. Bring mir etwas bei. Gut. Gut. Waffe verzaubern, suchender Pfeil. Geisterwolf wollte ich machen, Gerissenheit. Lederhaut wäre auch nicht schlecht, alles Gerissenheit. Schauen wir mal, ob wir Punkte dafür haben. Ja. Wo ist meine Gerissenheit? Hier. 50 brauchen wir, geht sich genau nicht aus. Was für eine Überraschung. Okay. Bring mir etwas bei. Gut. Magie dann halt. Dafür brauche ich auch wieder mehr Gerissenheit. Also die nächsten zwei Punkte kommen anscheinend in Gerissenheit rein. Und jetzt habe ich zu wenig Geld. Anscheinend. Verdammt, bin ich pleite. Hey, danke, Bro. Ich schätze, ich sollte was verkaufen gehen. Wie spät ist es in der Folge? Knappe 20 Minuten? Ja, ich verkaufe hier und mache ein paar neue Sprüche rein. Nächsten Folge machen wir die nächste Mission. Peace out.